Und angesichts der steigenden Zahlen warnen Apotheker vor einem knapperen Angebot und damit steigenden Preisen bei Schnelltests. Laut dem Apothekerverband Nordrhein seien bereits vielerorts Tests nicht mehr erhältlich. Bei einer Wiedereinführung der kostenlosen Schnelltests für alle sei daher eine ausreichende Vergütung notwendig. Vertreter der voraussichtlich künftigen Ampelkoalition hatten am Montag ein Comeback der sogenannten Bürgertests angekündigt. Derzeit gibt es die nur für bestimmte Gruppen, die sich nicht impfen lassen können, etwa Kinder unter 12 Jahren.